Ja, und hier mal ein Trick, wie man ganz viele Fakten oder Anweisungen oder sonst was durch ein Kunstwort ganz schnell auswendig lernen kann. Mal kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich war damals Lehrer für Transportflugzeuge und als ich noch Schüler war und wir zum Beispiel einen Instrumentenflug geübt haben, da mussten wir über dem Funkfeuer, dem Innermarker sagt man auch dazu, mussten wir einen riesen Text beachten, den konnten wir uns nicht vorlesen, dafür blieb gar keine Zeit. Das musste alle innerhalb von ein paar Sekunden geschehen, denn kurz danach musste man schon eine fachgerechte Landung hinsetzen, ansonsten würde es spannend werden. Um diesen Instrumentenflug, also Blindflug sagen die Leute gerne, zu üben, hatten wir ja nicht immer Wolken dabei, hatten wir uns einen Vorhang an der Kabine, deswegen Vorhang. Das jetzt alles vorzulesen, na gut, ich könnte es ja machen, aber das würde jetzt viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist übrigens hier schon der verkürzte Text. Wir haben also aus den vielen Anweisungen uns einen Kurztext gemacht und trotzdem lernt er sich schlecht. Aber schneller kann man ihn lernen, indem man sagt, na gut, dann nehme ich eben nur Zeit, Meldung, Vorhang, Schritthebel, Landeklappen, Fahrwerk. Ja, immer noch so viel. Und jetzt guckt mal. Wenn ich aus Zeit nur Zei nehme, aus Meldung, Me, Vorhang, Fo, Schritthebel, Schrie, Landeklappen La und Fahrwerk Fa. Dann habe ich dreisilbige Wörter. Übrigens, wir Menschen, wir mögen dreisilbige, fünfsilbige und maximal siebensilbige Wörter. Die kann man schön in einem schönen Rhythmus verpacken und sprechen. Deswegen versucht, diese Methode mal so anzuwenden. Ich werde dann hier noch einen Link, vielleicht habe ich ihn jetzt schon angefügt, aber zum Schluss auf jeden Fall, wie man sich zum Beispiel Merkmale von Kurzgeschichten. Ist ja auch furchtbar, diesen großen Text zu lernen, wie man sich das auch ganz schnell reinhämmern kann und dann sofort auswendig weiß. Gucken wir uns nochmal das Kunstwort an, was daraus, oder die beiden Kunstworte, was daraus gebildet wurde, aus diesem ganzen Kram. Zei me fo, schrie la fa. Zei me fo, schrie la fa. Zei me fo, schrie la fa. Diese Worte laut sprechen, immer wieder vor sich hin sprechen, in der richtigen Reihenfolge. Zei me fo, schrie la fa. Zei me fo, 1, 2, 3, ne? Drei Silben. Schrie la fa, drei Silben. Zei me fo, schrie la fa. Ich kann es mittlerweile furchtbar auswendig, denn das war wichtig. Und anhand der Silben weiß ich, Zei, wie Zeit nehmen, Meldung, an den Tower absetzen, Vorhang weg, Schritthebel nach vorne, Landeklappen ausfahren, Fahrwerk ausfahren. Anhand dieser Worte konnten wir uns super daran erinnern, was alles zu tun ist, über dem Funkfeuer zum Beispiel. Über dem Innermarker. Gut, ich hoffe, das genügt jetzt erstmal dazu. Guckt euch mal das an ein Beispiel von diesem, was ich gerade gesagt habe, Merkmale von Kurzgeschichten. Ich verbleibe mit besten Wünschen und hoffe, dass euch dieser Tipp hilft. Also, lernt schön. Tschüss.